Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft vom regulären Let's Play. Ja, und eben habe ich schon versucht, diese Folge hier aufzunehmen, aber nur wirklich am Anfang war ich, da habe ich ein bisschen Sand gekloppt. Und dann habe ich aber allerdings vergessen, mein Mikrofon noch auszuwählen, aber das habe ich Gott sei Dank nach 2 Minuten schon überdacht, dass es noch so sein könnte. Ja, und jetzt machen wir noch ein bisschen Sand dahin, denn das brauchen wir noch. Und ich hoffe, dass so ein paar mehr Zuschauer auch auf das Let's Play aufmerksam werden, weil wir werden uns hier ein bisschen Zeit lassen, was auch gut ist. Und Hexit wird erstmal schön Pause machen. Kann sich vielleicht noch ändern irgendwann, aber erstmal werde ich da nicht so Lust drauf haben. Ja, manche fragen, warum. Es ist, das ist hektisch. Es ist einfach hektisch. Ja, klar könnte ich es ruhiger gestalten, aber dieses Erkunden ist dann doch eintönig geworden. Wir haben schon alles, was wir brauchen. Und hier ist das schön gemütlich. Straußenei, kommt weg. So, und hier ist dann die Fläche. Bisschen Sand hier hin. So, hier noch, da noch, da noch. Ein bisschen Sand verteilen. So, hier noch, da noch, da noch, da noch, da noch, da noch, da noch, da. Ah, es ist schon gemütlich, das Let's Play. Das ist, muss manchmal so sein. Zurzeit bin ich auch nicht in der gesundheitlichen Verfassung, wo ich jetzt wirklich in Hexe so auf die Scheiße hauen kann. Und auch nicht in der emotionalen Verfassung, deswegen lasse ich es eher so. Und ich denke, das ist okay. Es muss okay sein. Und hier, das könnte man eigentlich auch noch abtragen. Und die meisten Leute haben Angst, wenn man nämlich hier durchdrückt, die linke Maustaste, um Sand abzuschaufeln. Und zum Beispiel hier so ein Elefant da in die Quere kommt, man schlägt ihn nicht, außer man setzt neu an. Also keine Sorgen machen, dass man auch irgendwelche Haustiere schlägt damit. Das passiert nicht, auch wenn irgendeiner da durchs Bild läuft. Das passiert nicht. Oh, okay. Außerdem muss ich nochmal, lustig. Die scheinen sich zu mögen. Ach, jetzt despawnst du, natürlich. Da muss ich dann noch die anpassen, dass die regulären Wolfstexturen nehmen und dass die nicht mehr so viel spawnen. Ist gut. Hat er verdient. So, gehen wir mal zu diesem Baum hier. Außerdem habe ich eine neue Modifikation installiert. Ah, wunderbar, einfach hier. Okay, das ist noch nicht so ganz gefallen hier. So, zack. Ein bisschen Holz sammeln, denn das aus Fichtenholz ist das ganz schön, das Ganze. Also echt, das lässt sich gut so einen Stall bauen. Also das war ja lange Zeit geplant. Und danach begeben wir uns ein bisschen an die Straußenzucht. Die Tiere tun uns natürlich nichts, weil wir hier auch friedlich haben. Das ist auch ganz praktisch, das da müssen wir uns jetzt auch keine Sorgen machen. Und eine Modifikation mit Schlafen habe ich hinzugefügt, die Somnia-Mod. Wieder einmal hinzugefügt, also was heißt wieder einmal hinzugefügt, wieder einmal geupdatet. Das war nämlich lange Zeit nicht geupdatet und ich würde sagen 16 Stück, ja. Das wird lange Zeit nicht geupdatet, weil, keine Ahnung, weil der Mod-Entwickler das nicht machen wollte. Und jetzt ist er wieder geupdatet und es wurde sogar zurückgeportet für 1.5. Also kann man das jetzt auch verwenden. Sagen wir so. Ja, Dynamic Lights funktioniert auch wieder wunderbar. Alles auch aktualisiert, um mal wieder ins Let's Play einzusteigen. Ich denke aber, die lange Fläche machen wir dann doch eher hier hin. Das würde auch schöner aussehen. Jo, ist gut. Ja, bei Nacht könnte man das ja auch mal machen. Sagen wir erstmal 4. Und sagen wir so bis hier vorne hin. 3, 4. Dann so bis hier hin, würde ich sagen. Hier. 4. 1, 2, 3, 4. Und ein bisschen Sand können wir dann nachher noch hinklatschen. Das ist jedenfalls nicht
ganz, warte mal. Da gucken wir mal, ob das hier so bis jetzt quadratisch ist. Ja, es ist quadratisch. Naja, macht ja nichts. So lang und groß sollte das auch wieder nicht sein. Die Tiere sind ein bisschen im Weg. Unsere Haustiere dürfen natürlich nicht schlagen. Hier war nichts mehr. Nee, tatsächlich. Gut, dann legen wir mal hier so ein bisschen Fichtenholz aus. Das ist ganz schön. Außerdem brauchen wir, ich denke mal, wir machen erstmal hier, Tropenholzbretter haben wir genug, eine Werkbank. Und jetzt ist noch das 1.5-Crafting, ist ja wunderbar. Falltüren, werden wir bestimmt 20 Stück brauchen. Die sehen an Fenstern besonders gut aus. Und Zäune brauchen wir auch. Dann müssen wir nämlich hier auch planen. Ungefähr, wie viel Platz haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, da gibt es hier die in die. So, und dann gibt es, ich denke mal, dann die ersten Fenster. Die sind nämlich besonders gut dann, wenn man die mit Zäunen macht und daneben dann diese, das ist schon ziemlich gut. Zur Abgrenzung halt das hier. So können wir das machen. Und dann einfach Falltüren da dran. Es gibt den ganzen noch so einen vertiefenden Look und sieht gut aus. Das sind hier 1, 2, 3, 4. Ja gut, okay, das sind 4. Machen wir das gleiche mal auf der anderen Seite. Ich denke mal, Apfel brauchen wir eh nicht. Ne, ne, klar. So. Das wieder auslegen. Genau, und dann waren das einfach nur hier rum. Ne, das war jetzt eins zu viel. Gut. Genau, dann hier noch die Zäune hin. Also kleines Stallfenster. Und das sieht auch wunderbar aus dann eigentlich. Hier passt eigentlich nur eine dritte rein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Klar, 3 mal 4, das geht genauso. Gut. Dann hier noch und hier noch. Die Fackeln kommen mal raus. Die kommen wann anders wieder ran. Das ist doch ziemlich dunkel. Sagen wir mal so. Die dann nachher eh wieder ab müssen. Das ist nur die Frage, ob das jetzt hier gut aussieht. Ich finde, es ist nicht verkehrt. Es gibt dem den ganzen Bild eine Tiefe. Und das ist sehr schön. Naja, habe ich nichts dagegen. Keine Ahnung. Ich denke mal, wir bleiben eher bei dem Prinzip hier an den Ecken. Okay, da ist noch was. Gut, dann die Werkbank kann wieder mit. Machen wir hier mal etwas in einen etwas breiteren Teil. Ja, also das Ganze bleibt hier so im Fichtenholz-Look. Haben wir noch genug von. Dann gibt es ein schönes Dach, würde ich sagen. So, dann hier noch. Und ich denke mal, wir gehen mal schlafen, einfach zur besseren Sicht halt. Und da kann ich euch mal zeigen, wie das geht. Man muss nämlich jetzt auch den Aufstehen-Button betätigen, wann man genau aufstehen möchte. Man kann auch in der Nacht aufstehen. Zack, that armor looks uncomfortable. Also, die Rüstung ausziehen, macht auch Sinn. Und hier sieht man schon einen Timer, wie schnell das vorwärts geht und die Zeit, die jetzt nicht unbedingt Sinn macht. Das ist halt Minecraft-Zeit. Und hier ist dieser Multiplizierer. Und da sieht man halt, wie schnell das Ganze verläuft. Und das wird geil, dass die ganze Welt, sie wird simuliert. Und jetzt ist es morgen geworden. Wir können auf den Aufstehen-Button klicken. Und wir wachen auch eigentlich vor der gewöhnlichen Zeit auf. Wir können natürlich auch bis zur nächsten Nacht schlafen. Das ist uns ganz offen. Gut. Ist aber wirklich lang genug, das Ganze. Und ich frage mich, ob das nicht ein bisschen zu breit ist. Warte mal, wie, das hier ist 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
19, 11, 12, 13. Ist sogar mehr. Ich bin mir nicht sicher, aber das könnte gut passen wegen dieser Tür. Aber eine richtige Tür gibt es da ja eh nicht. Dann denke ich mal eher, das hier ist dann 13, 14, 15, 16. Da kommt hier das Ding hin. Wäre auch nicht verkehrt. 2, 3, 4. Wir wollen ja auch nicht mehr solche Mini-Bauten machen. So, wir haben da bestimmt noch Sand. Das stimmt. Hier noch ein bisschen. Okay, das war es jetzt schon. Dann machen wir ein bisschen mehr hier. Das war natürlich besonders gut platziert gerade. Komm her und dein. Gut, dann brauchen wir mehr. Okay, wir können erstmal unsere Rüstung anziehen. Dann ist ja wieder Tag. Das ist echt gut gemacht, finde ich, die Modifikation. Könnt ihr auch mal schreiben, was ihr davon haltet. Würde mich sehr interessieren. Weil es ist auch eine relativ neue, mal wieder, Modifikation. Warum platziere ich das dahin? Das frage ich mich irgendwie schon. Naja, das reicht auf jeden Fall definitiv, um das hier noch ein bisschen auszuweiten. Aber auch nicht ganz. Ne, ein bisschen brauchen wir noch, okay. Nehmen wir am besten nochmal hier von unserer Sandmaschine was mit. Was heißt Sandmaschine? Aber eigentlich kann man ja Sandstein abgraben. So, und perfekt. Weil Sandstein ist wirklich, hier mit Vanilla Recipes zum Beispiel, ist das sehr praktisch, Sand zu kriegen. Ist das Redstone auf dem Level? Tatsächlich. Naja, gut. Sandstein, zack. Schnell wieder ein Stack ergattert. Und hier wieder zwei. Das geht rasant schnell. Gut, Black Betty ist wahrscheinlich da hinten. Friedlich wird ja auch kein Tier kaputt gebissen. Ist schon mal sehr praktisch. Und schön Baumodus. Keine Befürchtung auch vor More Creatures, Monstern und sowas. So, das reicht eigentlich auch schon. Dann können wir jetzt wieder die Zäune herholen. Wir brauchen natürlich noch viel mehr Zauntore. Das steht auch fest. Das dauert doch ganz schön schnell. Das dauert schnell. What? Das geht gar nicht so schnell. Ich frag mich, warum ich auch mich immer verspreche in diesen Situationen. Naja, ihr wisst ja, was gemeint ist. Es dauert ganz schön seine Zeit. Gut, dann jetzt noch hier das bisschen ab. Gut, dann haben wir das auch mal verbunden. So, Elefant, geh mal weg. Ich will die Tiere jetzt auch nicht unbedingt schlagen hier, aber das muss manchmal sein, sonst gehen die echt nicht weg. So und so und so. Ich denke, das ist erstmal ganz gut. So, dann müsste es eigentlich hier hin. 2, 3, 4. Sand weg, Fichtenholz hin. So, und da bin ich mir nicht sicher, wie ich das jetzt hier gestalte. So, ich glaube, da mache ich mal so richtig schöne Viererfenster. Und 4. Natürlich hier nicht. Da müssen wir drauf achten, damit es auch gut aussieht. Hier muss immer eine schöne... Ja, es ist Mist. Na, das habe ich eigentlich... Klar, wenn das da können, da keine Fensterläden mehr hin. Deswegen müssen das doppelt, genau, okay. Gut, dann mal noch hier ran. Ich denke, das lässt sich so machen. Gut, dann... Das hier kommt wieder ab und jetzt wieder ein schönes Viererfenster. 4. Gut. Das sieht ja schon mal gut aus. Was machen wir mit den letzten? Ja, auf jeden Fall nicht mehr genug Zäune, das steht fest. Sagen wir mal 8.
wurden aber verdammt wenige Stöcke draus irgendwie. Warte mal, das war jetzt alles. Okay, 16 Zäune. So, 64 Zauntore können eigentlich auch hier bleiben. Machen wir erstmal das Gebiet hier voll. Wir haben jetzt ja 16 Stück, also das ist... Oh ja. Zauntore. Die kommen natürlich vorne hin und halt auch für die einzelnen Ställe. So. Dann kommt hier wieder eine Abtrennung. Und das ist hier eine doppelte. So, das war's erst mit dem Fichtenholz. Tropenholz brauchen wir erstmal nicht. Wir haben hier noch Fichtenholz. So, wir nehmen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das wird nicht mehr passen. Machen wir alles mal mit Zaun voll. Und das hier wird nicht so unbedingt toll aussehen. Und dann, da hier kommt noch Falltüren dran. Nee, so habe ich es ungern. Lieber unten. Gut, so sieht das dann aus. Und hier sind nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 6. So, diese beiden müssen raus. Und ich denke mal, da kommt wieder mal ein bisschen Stammzeugs hin. Das würde ganz gut aussehen, denke ich. Da kommen hier Fackeln hin. So, wie machen wir das mit den Fackeln hier? Ich denke, das wird... Die werden so oben bleiben, wie auch auf der Seite. Da werden wir das jetzt ganz parallel bauen hier. Aber ich denke, es ist nicht verkehrt. Dann doch eher ein Rechteck draus geworden, wie ich es mir eigentlich auch vorgestellt hatte. Gut, Fichtenholz, mal ein bisschen was noch produzieren. 38, ja, sollte für den Anfang reichen. Wir brauchen natürlich noch mehr Falltüren. Können wir alles mit dem Tropenholz machen. So, 8 Stück noch. Ja, so langsam reicht das. Brauchen bestimmt noch 4 mehr. So, dann erstmal das Layout hier mit und dann erstmal den ganzen Oberbalken. Dann hier wieder abdichten. 1, 2 und dann kommen erstmal hier, doppelt natürlich, 1, 2, genau, da kommt wieder 1 und 1, 2 und dann kommt jetzt hier Falltür, Falltür, gut, dann haben wir das schon mal, gut, damit war es das auch jetzt, wir können ja noch. Okay, das können wir wegtun, denn wir haben hier noch für 2 und dann können wir hier noch ein paar machen. Ja, so und dann noch ein paar hier. 18 Stück, das dürfte auf jeden Fall reichen. Guck ich es mal hier runter. So. Genau. Dann hier oben. Und hier dran. Und ich denke, ich mache auch hier das Stockdesign. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Das geht noch hier runter. Auch nicht verkehrt, würde ich sagen. Nein, nochmal einen Zaun wollte ich testen. Ja, das sieht nach nichts aus im Moment. Okay, die Zäune sehen aber auch sehr sonderbar aus im Moment. Ich denke, es sieht am besten so aus. Gut, da kommen hier noch die Zäune rein. Ach, wie schön. Gut. Das passt ja schon mal. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr idyllisch aus, würde ich sagen. Dann kommen natürlich jetzt noch die Vorderfront. Die wird mit Glas, weil das passt einfach besser. Dann noch Zauntore haben wir auch. Perfekt. Dann kommt hier natürlich der Zweier-Eingang. Der kommt allerdings, warte mal, auf der Höhe, wo ich gerade drauf stehe.
Hier. Und hier. Dann auch mal wieder die Bahnen ziehen hier. Und dann wieder hier dicht machen. Und hier oben den Balken lang ziehen. Gut, ich denke mal, hier kommen Stämme hin. Aber am besten Eichenholzstämme, weil die dann auch mal was anderes sind. Ja. Dann gehen wir mal welche holen und es wird wieder dunkel. Das macht aber nichts, aber eigentlich können wir auch wieder hier mal was abzwacken. So, hier mal Äpfelchen. So, Setzling. Pflanzen. Und hier mal noch ein bisschen abholzen. Sollte eigentlich bald schon genügen. Ja, ich denke, das reicht. Weg und... Dann bauen wir noch ein bisschen in die Nacht hinein. Es ist ja schon gut ausgeleuchtet, so gut wie. So, dann kommt das hier. Ah ja, genau, es ist ja schon weg hier. So, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Als immer nur dasselbe Design. Jo, und ich denke mal, hier kommen dann Glasscheiben hin. Egg hatching soon. Keep watch. Genau, das war nämlich diese Mitteilung. Wahrscheinlich ist das irgendwie so ein Creatures-Feature im Moment. Hm. Health 1818. Okay, das steht jetzt auch noch neuerdings da. Ja, da stehen eigentlich nur die KP, genau, 40 von 40. Aber nein, das sind ja immer Creatures, besondere Tiere. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt aus, würde ich sagen. Gut, dann sind hier Fackeln. Und ich denke... Da passen auch keine Pferde mehr durch. Jo, die Eier sind mir mehr oder weniger egal, weil ich ja nichts ausgebrütet habe. Also persönlich schon mal gar nicht. Das kann ich ja mitnehmen. Dankeschön. Ich denke, das sieht erstmal okay aus. Eichenholz könnte man eigentlich noch... Aber das ist auch zu klein für Pferde. Ich denke mal, so ist schon optimal. So. Ja, hier ist auch schon alles fertig. Wo es noch etwas dunkel ist, ist hier. Da müsste die Fackeln eigentlich auch hier sein, sonst sieht das wirklich Mist aus. Oh, hier fehlt noch eine. Zack. Gut. Dann kommen hier Glasscheiben. Jo. Die Meldung, die nervt aber auch langsam. So, Apfel. Ich denke mal, wir schlafen jetzt gerade mal. Und da hört man sie schon. Klingt etwas interessant. Aber es ist schon ganz lustig. So, wir können wieder aufstehen. Wir stehen praktisch schon ganz früh am Morgen auf, wo gerade erst die Sonne wirklich den Horizont erreicht. Und das ist schon lustig, da kann man praktisch so, keine Ahnung, wie es jetzt in echt wäre, 5 oder 6 oder 5 Uhr aufstehen. Ja, und das ist schon ziemlich lustig, auch von der Atmosphäre her. Finde ich also, die Modifikation ist sehr gut. Und ich habe Texturen eingefügt von NP's Smooth Texture Pack, oder wie hieß das? Da gab es ein Add-on für Extra Biomes, leider für 1.4, aber das habe ich mal eben auf 1.5 geportet praktisch. So, und das... Hat schon sehr gut geklappt und sieht verdammt gut aus. Kann ich auch mal bei Gelegenheit zeigen. Die Hundehütten haben jetzt auch schon eine andere Holztextur. Gut, was wollten wir holen? Wir wollten Glas holen. Die müssten eigentlich unter sonstige Blöcke sein. 6 Stück. Okay, Gitter passt nicht gut. Kaktus kann da wieder hin. Obsidian, ja, 6 Stück werden definitiv nicht reichen. Haben wir noch ein Sandstack? Nein, aber 55. Machen wir das einfach in Glas. Wandeln wir das in Glas um. Wir haben ja noch unsere Diamantöfen. Und übrigens, ich habe jetzt ja, wie man hier schon sieht, Not Enough Items installiert. Auch sehr praktisch das Ganze.
Denn ich habe es endlich geschafft, dafür muss ja der Carboniferous Mod raus, den ich mal gezeigt hatte kurz. Der ist ja inkompatibel mit Not Enough Items oder der Version. Könnte ich irgendwann mal wieder ausprobieren, aber erstmal jedenfalls nicht. Hier ist ja noch 30 Holzkohle drin. Und das war's eigentlich auch für diese Folge. Wir haben ja viel gebaut, 25 Minuten und nächstes Mal werden wir dann wieder bauen. Und dann sagen wir wahrscheinlich bis morgen, das kommt wahrscheinlich dann eher täglich. Bis dann.